Und damit willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute Project Murphy. Nee, das hat nichts mit Hans Detlef zu tun, der bei anderen Videos von mir dabei war, sondern es handelt sich um einen Skype-Bot. Das habt ihr eventuell auch schon erkannt. Es ist so, dass dieser Skype-Bot aus What-If-Fragen ein Bild erschaffen soll, indem er zwei Bilder aus dem Internet miteinander kombiniert. Das Problem an der Sache ist, dass das so selten funktioniert, dass ich dieses Video hier schon mehrmals verschoben habe. Das sollte eigentlich die 75. Folge sein. Jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere es für die 111. nochmal, weil das ja auch eine besondere Zahl ist. Ja, hier habe ich mal getestet, what if Obama is a cat? Dann hat er mir das hier groß gemacht. Aber ansonsten, ja, ich habe so viele Fragen gestellt und nichts wollte so wirklich klappen. Na, deswegen wird es hier wohl etliche Schnitte geben. Wir gucken mal, was draus wird. The fraud. What if a house is a man? Wir müssen so richtig allgemeine, stupide Fragen stellen. What the? Was ist das denn? Ja, stimmt. Was ich auch noch dazu sagen kann, er versucht natürlich meistens die Gesichter von irgendwas zu ersetzen. In dem Fall wurde das Gesicht des Mannes durch ein Fenster ersetzt, oder was ist das? Ich weiß es nicht. Naja, kann man schon mal machen. What if Barbara Salisch ist a Moon. Ich glaube, mit Moon macht er auch mal gerne was. Aber kennt ihr Barbara Salisch? Er kennt Barbara Salisch. Irgendwie cool. Ich probiere es nochmal mit einem anderen Prominenten. Mach das mit Dieter Bohlen bitte auch nochmal, ey. Übrigens, ihr habt es vielleicht auch schon gelesen, man kann mit bestimmten Smileys noch was beeinflussen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den traurigen Smiley poste, dann versucht er noch ein anderes Bild daraus zu machen. Das ist wahrlich bezaubernd. Und ansonsten kann man halt ja sagen, man hat Gefallen gefunden an dem Foto. Oder man kann sogar melden, wenn es anstößig ist, was er daraus gemacht hat. Aber ich kann auch noch hier. Ich will noch mal ein anderes Bild mit Dieter Bohlen im Mond. Jo, wunderbar. What if SpongeBob is a carrot? Das erinnert mich, ja, wahrscheinlich war das auch irgendwie in meinem Gehirn verankert, an Rob Schneider ist eine Ka. Okay, jetzt wird es langsam ernsthaft creepy. Was ist das? Okay, das da oben ist das Gesicht von SpongeBob, das halbe, das sehe ich ja doch. Was ist das? Oh Mann. Okay, wir probieren nochmal. What if SpongeBob is a Pikachu? Komm, die beiden sehen so ähnlich aus. Ich wollte erst Relaxo nehmen, so also Snorlax, aber Pikachu könnte noch mehr funktionieren. Absolut, das ist genau, was ich suchen wollte. Nein, what if Taylor Swift is a chocolate cake? Der wird ja wohl irgendwas mal richtig miteinander kombinieren können, oder? Los jetzt. Ja, das will ich sehen. Das ist doch mal Qualitätsware hier. Er hat den kompletten Kuchen ersetzt, oder? Ja, der muss hier drauf gewesen sein. Was steht denn da drauf? Kann ich nicht lesen. Schade. wen nehmen wir? What if a cucumber is Günther Jauch? Das könnte doch was werden. Günther Jauch, die Gurke. Los, überzeug mich. Ja, er hat die Gurkenmaske auf die falsche Person draufgetan. Wer ist da? Sushi Glas? Und was macht Jauch da überhaupt? Ist das überhaupt Jauch? Ich hab. Ja, bestimmt. What if Günther Jauch is a turtle?
What if Günther Jauch ist ein Fisch? Also aus Fischbildern kann er sehr viel machen. Da würde ich vielleicht sogar noch mehrere ausprobieren dann. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Nee, dann machen wir noch ein anderes. Es war zwar sehr amüsant, aber da gibt es bestimmt noch mehr Ideen. Jo. Wo ist er jetzt? Ich sehe doch schon wieder da links in der Ecke, oder? Nee, doch nicht. Wo ist er denn? Nee. Jo. Du hast noch einen Versuch. Du hast noch einen Versuch, sage ich dir. Jetzt mach was Richtiges. Warum nimmt ihr die ganze Zeit diese Nymphen oder Meerjungfrauen? Aber das hier ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Das ist gut. What if Ferret is a Ferret? Oh Mann, Mann. Oh, what? What the fuck? Oh mein Gott. Ach nee, what if, nicht what is. What if Stefan Raab ist eben aus. Oh komm jetzt. Überzeug mich. Ich verstehe nicht ganz, was da die Ma Ach so. Ambers Maus. Okay, dann muss ich ein anderes Tier nehmen. What if Stefan Raab ist a Rat? Das sollte besser funktionieren. Prinzipiell ja, nur. Komm, einen Versuch gebe ich dir noch. Ich kann ja hier wieder den Smiley machen, der ist auch aber erstmal lang, um diesen Smiley zu verarbeiten, warum auch immer. Smiley ist zu heftig. Hier ist Nadir. Redstead look like Neville. Neville aus Harry Potter, ja. Und der hat schon wieder das falsche gesehen. Oh Mann, ey. Komm, noch ein Versuch. Wie bei Günther Jauch gebe ich dir drei Versuche insgesamt. Hier ist eine Idee. Okay, das Bild mache ich vielleicht nicht groß. Oh mein Gott. What if Levina is winner of Eurovision? Das erinnert mich nämlich gerade so an Jamie Lee Kriwitz, dieses Bild. Das ist Conchita, oder? Och Mann. What if. Nee, warte, wir können ja nochmal probieren. Vielleicht nimmt ihr ja kein Conchita-Bild. Hier sind ein die. Nee, so wird das nix. What if H.P. Baxter is a Pokédex? Das erinnert mich so ein bisschen an Dex, Baxter, Dexter. Los! Ich weiß, ich habe den Akzent darüber jetzt nicht gemacht. What? Das ist doch nicht mal ein richtiges Pokémon. Nee, ich will nicht abbrechen. Und er hat das Gesicht da an den Schweif gemacht. What if Inka Bause ist Joachim Lambi? Irgendwelche Moderatoren miteinander vermischen? Ja. Also das ist doch mal was. Das hätte ich schon viel früher machen müssen, diese Idee, einfach zwei prominenten Namen einzutippen und die miteinander zu verbinden. Oh, jetzt muss er den Smiley so verarbeiten, weil das ist natürlich zu hart. Hier ist eine Idee. Ja, jetzt hat er, glaube ich, das Bild nochmal genommen, nur einen weiteren Ausschnitt, ja. Oh. What if Oliver Geissen ist Tine Wittler. Oh mein Gott, das wird jetzt eine Herausforderung. Was zur Hölle? Das ist doch noch ein Stockfoto. Na dann darf er nochmal probieren. Ich gebe sogar mal den traurigen Smiley, weil er noch nicht so gut war. Jo, das sieht etwas besser aus, obwohl da wieder dieser Text wahrscheinlich drinstehen wird. Was ist auch sehr bewegend. Es ist sehr bewegend, dieses Bild, muss ich schon sagen. Oh doch, doch. What if Homer Simpson ist die. Wo ist Homer Simpson auf diesem Bild? Ist das jetzt wieder eine Suchaufgabe? Ich erkenne ihn noch nicht. Hä?
Oh doch, da. Wow, das ist gruselig. What if this video is ending? Das letzte. Oha, das ist hier aus irgendeinem Horrorfilm, ich weiß, aber leider nicht aus der. Oh, okay, ein Versuch noch, komm. Ja, ist okay. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich bin überrascht, dass das so gut geklappt hat. Das muss überarbeitet worden sein. Denn vorher ging das hier gar nicht. Gut, dass diese Folge endlich mal vom Tisch ist. Bis dann. Ciao.